Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück auf der Stappenbach. Der Gemüsebauer Svenny ist wieder unterwegs und zwar am Dienstag. Und wir werden mit GPS weiter unsere Zwiebeln in den Acker, in die Furche drücken. Ja, funktioniert. So. Ja. Also die Stappenbach ist ja, oder soll ja, ein Projekt sein, wo wir ab und zu mal Lohnarbeiten machen, aber auch unsere eigenen Gemüse Felder bewirtschaften. Was ich noch rausfinden muss, bei dieser Selbstvermarktung, ne, gibt es doch diese Holzhütten dafür in den Hof zu platzieren. Upsa, und hoch damit. Macht er nicht. Warum nicht? So, jetzt. Was man da alles verkaufen kann. Soweit ich weiß, nur Milch und Eier. Und wir haben weder Kühe momentan noch Hühner. Und Hühner werden wir aber erstmal uns dann zulegen. Natürlich wird mir ziemlich schlecht, wenn ich meinen Kontostand oben sehe. Ich meine, der ist zwar im Haben, aber der ist nicht ohne Grund im Haben, ne? Wir haben Schulden. Und deswegen müssen wir jetzt gucken. Ja, die Rübenfelder nebenan, weiß ich jetzt gar nicht. Da tut sich gar nichts, ne? Da wird nichts grün. Weiß nicht, ob das wie, ob man da was bearbeiten muss noch, aber es ist eigentlich gedüngt und alles Mögliche. Also Fleisch heißt einfach nur abwarten, ne? Vor allen Dingen der Rübenrode oder auch der Zwiebelernter nachher. Der kostet aber der gut Geld zum Mieten, ey. Eieiei. Also müssen wir den Kontostand auf jeden Fall erstmal lassen. Ja. Also das ist das Projekt von wegen, ich fahre mal selbst um die Ecke. Ne? Deswegen. Hier ist nicht so ein Stress, nicht so eine Hektik wie auf meinen anderen Projekten. Zumindest noch nicht. Ich hoffe, dass ich dabei bleiben kann. Hier soll es etwas ruhiger angehen oder abgehen oder ablaufen oder vorangehen oder, ne? So. Wichtig wäre natürlich auch, dass wir noch ein paar Felder dazu kriegen, dass wir ja, auch mal Karotten und Kartoffeln. Ja. Ich habe ja von euch, weiß nicht mehr von wem, durch Speises glaube ich, einen Link zugeschickt bekommen. Da geht es um einen Mod, wo man auch dann verschiedene Sachen ernten kann mit dem Roder. Da weiß ich jetzt noch nicht, ich muss erstmal gucken, ob ich da verschiedene Aufsätze drauf machen muss oder ob man einfach dann beim Roder so umstellen kann, wie jetzt hier zum Beispiel bei der Sämaschine. Ne? Wäre ja eigentlich eine ganz praktische Sache. Ja, wir können ja hier an der Sämaschine, wenn wir denn das Skript rausnehmen von wegen Felderstellung mit Gruppe, ja, vielen Dank Sascha, können wir ja auch mit Z bzw. mit der Tastatur halt umstellen, was wir einsehen möchten. Und so müsste es auch beim Roder funktionieren, das wäre ganz cool, dass du einen Roderaufsatz vorne drauf hast und dann einstellst, ich würde das ganze Zwiebeln oder Karotten oder sonst was ernten. Das wäre sehr, sehr praktisch und wahrscheinlich auch sehr, sehr, Geldersparnis oder so ähnlich heißt das, ne? Bin sehr froh, dass wir einen 828er haben, weil mit was kleinerem wären wir hier gar nicht hochgekommen. Was halt jetzt hier ein bisschen doof ist, wir haben auf dem Hof der 313er stehen mit dem Düngerstreuer hinten dran. Und der steht halt nur da rum. Ne? Müsste man jetzt, rein theoretisch müsste ich mir jetzt einen Auftrag suchen, bei dem es ums Düngen geht. Oder vielleicht sogar um Pflanzenschutz. Da müsste ich aber erst Pflanzenschutz kaufen. Pflanzenschutzmittel müsste ich dann kaufen. So.
Dann hätten wir die Zwiebeln auch reingehauen. Inklusive einmal Dünger. Oder zweimal sogar, das weiß ich nicht. Wir haben ja hier vorher gedüngt. Weiß bloß, ob der angenommen wurde. Das weiß ich nicht. Dienstagmorgen, also der Sendeplan sollte eigentlich seit Sonntag raus sein, wie es jetzt geplant ist, die nächsten Wochen und Monate und Jahre, je nachdem wie lange ich dann noch motiviert bin. Momentan sieht es gut aus mit der Motivation. Ich hoffe mal, dass dann ab 1000 Abonnenten die Motivation noch mehr steigt. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, so brutal wird es nicht sein bei den so bekannt und so groß bin ich ja noch gar nicht. So. Oben nochmal quer fahren, bitte. Aber es ist auch für mich was anderes, ne? Wenn man hier jetzt da, sag ich mal, einen auf entspannt macht. Ne? Vor allen Dingen finde ich es klasse, dass mein Flehen erhört wurde, ja, dass man wieder mal Zwiebeln und Karotten auch einsehen kann. Vielleicht kommt ja im Laufe der Wochen noch was anderes dazu. Das habe ich zum Beispiel gesehen, in Modhub gibt es von, steht zum Beispiel bei Global Company, Klee, Trockene und Klee und so Sachen, ne? Weil Futterklee ist ja logisch, ja, auch gut für die Tieren. So, noch einmal mit Gefühl. Achso, ja. Proceed gibt es ja auch mittlerweile. Wird es irgendwie Sinn machen oder wird es interessant? Ich kenne das nur aus dem 17, ne? So, und ausschalten und zuklappen. In dem Fall muss man halt zwei Sachen zuklappen. Und es geht gar nicht. Echt nicht? Doch, muss doch gehen. Ah, jetzt geht's. So, dann machen wir das mal aus. Und dann geht's erstmal zurück zum Hof. Dass ich die Autoschleifkurse runtergeladen habe, habt ihr mitgekriegt. Das war auch ein genialer Tipp von euch. Ey, da hat man also mehr Zeit sparen kannst du fast gar nicht. So. Schöne Gegend, schöne Karte, sehr hügelig, schön gemacht. Ja, gut, so ein paar Details in der Ortschaft gefallen mir jetzt nicht so gut. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass hier der Kollege durchs Auto gelaufen ist eben. Das geht anscheinend nicht anders, ich weiß es nicht. Biogasanlage ist da hinten, sehr schön, gut zu wissen. Und auch die Idee von euch, dass man vielleicht irgendwo auf dem Berg oben oder so, wo ein großes Feld ist, dass man das kauft und da vielleicht ein Aussiedlerhof sich irgendwann genehmigt, wäre auch eine coole Option, ehrlich gesagt, ne? Was anderes halt, aus dem engen Dorf raus, ist auch gesagt worden, weil es ist tatsächlich so, ne? Alles ziemlich enge Wege hier und Fußgänger auf der Straße, wo du nicht weißt, ob du ausweichen kannst oder nicht, schlimm. So. Da sind wir mit auf der Straße, Leute. Alles Suizid, ey. So, was haben wir denn hier? Lass mal schauen, komm. Lass uns mal nachschauen.
Eine Million Felder, ja. So, wir haben Zwiebeln. Das ist im Wachstum. Benötigt Kalk, sehr schön. Hätte es mir vorher machen müssen. Ich brauche also noch einen Kalkstreuer. Genau. Also das hätten wir. Wie sieht es hier aus? Düngen 1500. Könnte man sich reintun. Vertrag akzeptieren. Da war noch was mit da. Düngen. Vertrag akzeptieren. Akzeptieren. So. Ernten, ernten, ernten. Wenn wir mal erstmal die zwei Düngeaufträge. 14 und 28 kann man sich wahrscheinlich merken, weil doppelt so viel, ne? So, 14 ist hier oben. Und die 28 natürlich wieder komplett woanders. Aber guck da mal ich die Punkte an, oder? Ich kann den jetzt zu Feld 14 schicken. Ist das nicht klasse? Ist das nicht genial? Ey, Leute. Also, wer sich die Mühe gemacht hat, Hut ab. Ich finde es einfach nur klasse. Also, Feld 14 fahren wir erstmal. Zum Düngen. Ist das genial? Hä? So. Aber du fährst nur 30, bitteschön. Es muss reichen. So, ich weiß nicht, wie er jetzt dahin fährt. Irgendwann wird er wohl einen Wegpunkt finden. Ja, jetzt ist er natürlich blockiert. Entschuldigung. So, und wir fahren mal zum Händler, würde ich sagen. Und verkaufen mal noch den Pflug dahin. Und diese Ballenpresse, die brauchen wir ja tatsächlich nicht. Oh, ach so, ja. Das ist ja geteilter Teil. So, jetzt. Wasserfass lassen wir mal. Wir haben ja irgendwann mal Hühner. Das können wir aber woanders hinstellen. Wir können auch demnächst mal die Gegend auskundschaften. Von wegen, wo kann man denn so einen anderen Hof platzieren? So, das wird verkauft. Weil ihr habt ja vollkommen recht, guckt euch mal diese schmale Einfahrt hier an, hier zum Beispiel, ne? Das ist ein bisschen eng. Bisschen eng ist das. So. Ich weiß gar nicht, ob der Händler auch Öffnungszeiten hat. Zumindest mal ist da vorne ein Rolltor, glaube ich. Ist angekommen. Very good, very good. So. Super Spitzenklasse. Ist das genial. Ey, ich kann es nur nochmal wiederholen, ne? Vielen Dank für die Mühe, ey. Da klingelt was.
Und klingelt's? So, wieder diesen schneller 15, 16, sehr schön. Komm, du musst aber genau. Ein bisschen schon die Führung behalten hier, gell? So, ich hoffe, dass er es hinkriegt. Ja, man könnte auch jetzt CP noch irgendwie mit reinholen. Aber vorerst. Das würde ich tatsächlich erst machen, wenn wir die Felder auch besitzen. So. Dann fahren wir wieder zum Hof und holen das nächste zum Verkaufen. Jo, wir sind hier fertig. Nachher kommt die zweite Folge für heute. Wenn ihr Bock habt, seid wieder dabei. Und jo, macht's gut bis dahin. Und das war knapp. Jo, bis später, macht's gut. Tschüssi.